Also habe ich mir The Last Witch Hunter bei Zavi bestellt und dann, als das deutsche Steelbook angekündigt wurde, offensichtlich vergessen, das bei Zavi wieder zu stornieren, weswegen ich jetzt dann doch tatsächlich die Version von Zavi bekommen habe. Glücklicherweise ist das deutsche Steelbook nicht bei mir gelandet, also doppelt habe ich es nicht, aber war jetzt dann natürlich doch ein Risiko, weil hätte ich mir das deutsche Steelbook von Amazon.de geordert, dann hätte ich doch sicher sagen können, dass das Steelbook heil bei mir ankommt. So war es dann doch mehr oder weniger ein bisschen ein Pokerspiel, aber es ist gut ausgegangen und ich habe jetzt zwar das deutsche Steelbook von The Last Witch Hunter noch nicht gesehen, gehe aber irgendwie davon aus, und das ist ja eben das große Problem bei den britischen Steelbooks, die man bei Zavi kriegt, dass das höchstwahrscheinlich schöner und hochwertiger ist als das, was es hierzulande gibt. Vor allem, weil dann hier auf dem Frontcover auch noch der Titelschriftzug geprägt ist, weil es selbstverständlich ein Innenartwork gibt, wobei ein Innenartwork ist in dem Fall, finde ich, übertrieben. Es sind zwei Innenartworks, die nichts miteinander zu tun haben. Einfach nur, in Wirklichkeit besteht dieses Steelbook aus vier Bildern. Front, Back, Innen links, Innen rechts. Was ja bekanntermaßen nicht die Art von Steelbook ist, die mir persönlich gut gefällt. Vor allem, wenn man dann da irgendwie Cast and Crew Informationen ins Steelbook hineindruckt. Why? Warum genau brauche ich das? Naja, aber ich muss trotzdem sagen, insgesamt gefällt mir dieses Steelbook relativ gut. Hier noch einmal die Disc im Bild.